Es ist ja so, Ben. Ein Fehler in der Gaming-Welt betitelt man meistens als Bug. Oder der zweite Spitzname von Ben. Ja? Deswegen haben wir uns gedacht, wir präsentieren euch heute in der Top-List die 7... Kann man das schneiden? Die 7 verrücktesten Gaming-Bugs. Oder Ben? Nee, 5. Achso, 5. Na, hey, seht ihr? Wir können alles, wir können zaubern. Nochmal, einfach nochmal die 7, komm. 1, 2, 3. Und nochmal die 5. Los geht's. Platz 5. Gothic 3. Als Gothic 3 im Jahre 2006 erschien, war es alles andere als fertig. Man könnte sogar behaupten, dass der Titel der verbuggteste seiner Zeit war, der für den Vollpreis im Jahre 2006 verkauft wurde. Das Spiel war so verbuggt und verseucht von Fehlern, dass sogar die GameStar ihr Testvideo in ein Bug-Video umtaufte und jedem davon abriet, das Spiel zu kaufen, bis der entsprechende Patch erschienen ist. Fehlerhafte Animation, ein fliegender Charakter oder gar ein unsichtbarer Protagonist standen hier auf der Tagesordnung. Platz 4. FIFA. Selbst die FIFA-Reihe bleibt nicht verschont, denn sie fiel in der Vergangenheit nicht nur ausschließlich durch gutes Gameplay auf. Vielmehr gab es zum Release immer wieder Bugs und Glitches, die für jede Menge Lacher und Ärger sorgten. Egal ob fehlende Köpfe, fliegende Spiele oder Kameramänner, die einfach so auf das Spielfeld liefen, hier war alles dabei. Als besonderes Sahnehäubchen gibt es sogar Riesenhände und Spieler, die mit ihren Füßen in der Luft schweben. Platz 3. Assassin's Creed Unity. Unity ist nicht gerade ein Teil der Reihe, der für ein fehlerloses Gameplay steht. Vielmehr war Assassin's Creed Unity so sehr verbuggt, dass ein normales Spielen kaum möglich war. Viele Texturen fehlten, der Protagonist hing in der Luft fest oder der Speicherstand wurde einfach gelöscht. Gerade das Bild des gesichtslosen Charakters des Spiels schaffte den Durchbruch als bekanntes Meme im Internet. Platz 2. Pokémon Rot und Blau. Der wohl bekannteste Bug der Videospielgeschichte, Missing No aus Pokémon Rot und Blau. Dank diesem Fehler konnte man das Spiel für den Gameboy so sehr verbuggen, dass der Spielstand nicht mehr zu gebrauchen war. Um Missing No zu finden, muss man einer Reihe von Aktionen folgen, die genau abgestimmt sind. Am Ende benutzt man Surfer im Süden der Karte an einer Insel, um die Kreatur zu finden. Dank diesem Bug ließen sich Items verdoppeln, was vor allem für Sonderbonbons und Meisterbälle genutzt wurde. Platz 1. GTA 4. Die Todesschaukel. Die Todesschaukel ist ein ungelöstes Rätsel in Grand Theft Auto 4 und selbst heute vergnügen sich Spieler an dem rostigen Spielgerät für Kinder. Wenn man sein Auto knapp vor oder gleich in der Schaukel platzierte, zuckte der fahrbare Untersatz ein wenig umher, bis er sich auf einen Schlag löst und samt Fahrer über die ganze Map fliegt. Immer wieder ein Spaß. Ja, Freunde, das waren auf jeden Fall die verrücktesten Bugs. Gerade bei Assassin's Creed, das Meme kennen wir alle mit dem Kopf, ist ziemlich lustig. Welches dieser Bugs gefällt euch am meisten? Ja. Heute ist echt eine Buggy-Ausgabe, ne? Ja. Sind nur Fehler in dieser Ausgabe. Nur Fehler. Mann, Mann, wir gehen jetzt uns jetzt vergraben, laden ein Patch runter und dann läuft das nächste Woche besser bei den Top-List, oder? Schauen wir mal.